Hallo zusammen und herzlich willkommen hier zurück zu Project Zombite. Natürlich wieder mit dem Baron. Ich grüße euch und das habe ich letzte Folge ganz vergessen, dass ich mich vielleicht bandagieren sollte mit meiner Verbrennung. Das habe ich jetzt in der Zwischenzeit gemacht, weil ich da nicht auf die Aufnahme warten wollte, weil ich inzwischen schon eine schwere Verletzung hatte. Und Ja. ja. Dazu fällt mir jetzt ja nichts ein. Ja, wie ihr ja vielleicht in der letzten Folge schon noch Bandagieren. mitgekriegt hattet, Strom ist weg, Wasser gibt es auch keins mehr. Das heißt, wir haben alles richtig gemacht. Wir haben hier unten Wasserversorgung schon angelegt. Ich hoffe, dass das auch erstmal reicht. Zumindest ein bisschen. Wir haben hier unten 2, 4, 5, 6, 7 Mal Wasser. Wasserbötticher. Oder hier, wie heißen sie? Regentonnen. Genau. Dass der Strom weg ist, ist natürlich nicht ganz so prickelnd. Das stimmt, ja. Wie Weil wir gesagt, jetzt jedes Mal hier mitkochen müssen, wenn wir ne? Leichen nehmen, dann empfiehlt sich es auch, die Klamotten zu nehmen, weil mit den Klamotten kannst du auch Feuer anzünden. Okay, das ergibt Sinn. Ja, die kannst du auch als Zunder verwenden. Weil du brauchst immer was, um das Feuer anzuzünden und dann nochmal was, um das Feuer aber ja, anzuschüren, also dass es halt brennt. Okay. Muss mich mal ein bisschen Und ausruhen, weil ich bin total erschöpft, sagt er mir. ja, ich habe eine geringfügige Verletzung und Schmerzen, deswegen suche ich gerade eigentlich Schmerzpillen. Ich habe gedacht, ich hätte Schmerzpillen genommen, aber stattdessen habe ich Schlaftabletten genommen. Oh, das Und ist natürlich nein, auch. das ist, ja, schmeißt eine Schlaftablette nach der anderen rein und wundert sich, dass die Schmerzen nicht nachlassen, ne? Und dann irgendwann, ha! Gute Nacht. Überdosis Schlaftabletten. Kommt bestimmt immer gut. Ja, natürlich. So, und wegen den Fallen. Ich hatte mich informiert. Habe ich es mal wirklich. Und zwar, wie gesagt, man muss halt wirklich die richtige Falle für das richtige Tier mit der richtigen Nahrung am richtigen Fleck. Mit viel Glück fängt man dann wirklich ein Tierchen. Zum Beispiel, es gibt ja hier diese hölzerne Käfig herstellen, Käfigfalle. Die ist eigentlich ganz gut geeignet für, ja, sagen wir mal, Ratten oder auch, ach, wie heißen sie jetzt? Eichhörnchen. So Kleintiere, ne? Eichhörnchen, Kaninchen, ne? All Ich sowas lausche halt. gespannt. Und wenn du jetzt wirklich dann auch Kaninchen fangen willst, musst du da wahrscheinlich eine Möhre reinpacken oder sowas. Also du kannst da nicht einfach Beeren reinpacken, das funktioniert nicht. Wenn du Eichhörnchen fangen willst, eignet sich besonders gut Erdnussbutter, weil die halt auf sowas stehen, ne? Und so ist das mit jeder Falle gedacht. Ist auf jeden Fall mal interessant. Ich hab mich dann da wirklich gefesselt. Also ich hab mir das angeguckt und war richtig gefesselt von dem. Ja, was da an Komplexität drin steckt, das ist echt Ja, der Wahnsinn. das ist echt der Hammer. Also der Baron hatte mir das damals ja schon gesagt, dass das Spiel hier ziemlich, ja, weitläufig ist, ne? Also es gibt Also so viele das Sachen. schaut überhaupt nicht danach aus. Nee. Ich muss auch ganz ehrlich Aber sagen, alleine hätte ich das Spiel vielleicht sogar nie gespielt. Aber dadurch, ja, dass der allein Baron... ist es, glaube ich, auch echt zu hart. Allein ist es, glaube ich, auch echt zu hart, weil du musst dich ja um alles kümmern. Ja, Weil das ich kümmere stimmt. mich jetzt ums Essen machen und um den Garten ein bisschen. Ja. Und Nexus holt in der Zwischenzeit Holz und hat das Haus sicher gemacht und dann allein so Kämpfe, wie mit dem Hubschrauber damals, Ja. das schaffst du halt alleine echt nicht. Nee, Das ist das halt stimmt. echt viel, viel, viel zu hart. Ja. Und deswegen, aber im Multiplayer macht es echt Spaß. Ja, doch, muss ich auch sagen. Also es macht sehr viel Spaß, wenn ihr mit Freunden oder sowas so eine kleine Gruppe habt oder sowas. Man kann sich Aufgaben hier teilen. Das ist eigentlich echt nice gemacht, muss man ganz ehrlich Ja. sagen. Also und wie gesagt, es ist halt ziemlich weitläufig, also weiträumig. Man muss schon jetzt drüber nachdenken, was man in 2 Tagen vielleicht isst oder so. Ja, jetzt fängt's eigentlich erst richtig an. Ja, jetzt fängt das Survivalen eigentlich an, ne? Weil wir halt nichts mehr frisch halten können, großartig. Deswegen ist das so super, dass der Baron hier schon alles angebaut hat am Garten. Richtig, wir haben schon unseren ersten Kohl, der Rest Ja, wächst schon.
Der Kohl hier ist sogar noch fertig, glaube ich, ne? Ja, aber Ja, genau, ernten könnte man den den jetzt, denn das war werde ja ich noch. jetzt erst nicht ernten, weil ja, man weiß ja nie, wann wir Essen brauchen. Und dann, wie gesagt, jetzt haben wir halt einfach aus den Kühlschränken alles Mögliche geplündert. Ich habe halt alles in den Topf reingeschmissen, was ich irgendwie hatte. Und das ist halt nicht mehr lang möglich. Also, Ja. ich habe jetzt halt gerade nochmal eine Bandage, die ich benutzt hatte, ausgewaschen im Kochtopf. Ich weiß nicht, ob man das in einem, ob man das, ob man, ich hatte den Kochtopf auf dem Feuer stehen. Ich weiß nicht, ob das notwendig war, dass du heißes Wasser dafür brauchst. Okay. Habe ich jetzt einfach mal damit gemacht. Ja, Aber würde aber simpel sein eigentlich, ne? ja, aber nachdem ich jetzt noch ein bisschen Wasser in dem Topf drin hatte, gieße ich gerade erstmal hier die Blumen oder das Gemüse, weil ich weiß nicht, ob das Wasser von der schmutzigen Bandage noch im Topf drin ist und da will ich eigentlich nur ungerne was Neues drin kochen. Ja. So, da haben wir Seil. Okay, in der Waschküche kann man auch kein Wasser mehr nehmen. So, wo sollen wir denn, weil ich hatte vor, jetzt eine Lampe zu bauen. Allerdings weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es einfach sehen. Wenn das eine schlechte Idee ist, dann reiße ich die natürlich selbstverständlich wieder ab. Aber man will ja hier Also mal meine so Gesundheit alles ein ist wieder bisschen. gestiegen, nur so als Info. Die Verbrennung war jetzt halt, glaube ich, nicht so schlimm. Das ist schön. So, wir haben zwei Lampen zur Verfügung. Erzähl mir mal was. Verdorbenes Wasser. Ich glaube, ich muss das Wasser erst abkochen. Das Wasser, das ich jetzt gerade aus dem Bad vorne genommen habe, Ja. das war, zählt als verdorben. Oh, okay. Ach, Nexus, du brauchst auch einen Hammer. Hammer da. Verdorbenes Wasser kann bleibend. Ich koche jetzt einfach mal ein bisschen Wasser ab. Ja, jetzt wird das Spiel echt nochmal richtig spannend, ne? Also nicht, Ja. dass es vorher nicht spannend war. Ja, aber jetzt ist nochmal so die Latte ein bisschen höher gelegt, ne? Auch Ja. wenn sich das jetzt komisch anhört, wenn man das so sagt, aber es ist nochmal wirklich eine Tatsache. Jetzt ist es natürlich nochmal schwieriger, weil jetzt muss man wirklich gucken, was man immer macht. Ach, gefrorenes Essen kann nicht hinzugefügt werden. Man muss erst aufgetaut werden, wahrscheinlich. Ich will jetzt mal wissen, ob ich in der Dingens. Aber hier draußen brennt doch noch Licht. Wir noch irgendwo ein Messer? Ja, ein Jagdmesser haben wir, glaube ich, noch. Und hier ist Das auch klingt nämlich so. Lichtbaron. Ja, ich kann den Herd aber nicht anschalten. Ja, aber vorne die Lampen, die gehen an unserem Haus. Ich kann innen drin, kann ich das Licht nicht an- und ausschalten. Merkwürdig. Soll ich hier drinnen Licht machen? Das wäre nicht schlecht. Ich habe jetzt zwar keine Ahnung, in welcher Richtung das steht, aber. Mit R kannst du es rotieren. Okay. Ja, so. Okay. Dann würde ich sagen, baue ich Beim das vor hier dem hin. Bauen. Ja. So. Licht. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ja. Jetzt müssen wir nur noch wissen, kann man das auch ein- und ausschalten? Ausschalten, tatsächlich. Muss man aber mit der rechten Maustaste machen. Jo. Das ist ja sehr, sehr schön. Dann haben wir jetzt drinnen zumindest schon mal ein bisschen Licht. Dann könnten wir rein theoretisch auch noch draußen eine hinsetzen, aber das müssen wir jetzt nicht. Mir ging es eigentlich darum, dass wir drinnen hauptsächlich was sehen, weil wenn jetzt wirklich Nacht ist, ich mache jetzt mal die Lampe hier aus. Ja, machen wir die Lampe nur an, wenn wir sie wirklich brauchen. Ja, nee, ich meinte jetzt eigentlich auch, um den Zuschauern das mal zu zeigen. Es ist so stockdunkel hier drinne. Ich sehe zwar noch was, aber ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ja, das ist immer die Frage. Deswegen Wie der. hab ich mir gedacht, machen wir das mal so.
habe ich nur alle Messer immer kaputt gemacht. So, Wo dann ist denn packe das ich das mal. Jagdmesser? Wo ist denn das Jagdmesser? Weil dann würde ich das Jagdmesser mal reparieren und das Jagdmesser jetzt dann wirklich nur noch zum Kochen verwenden. Ein Jagdmesser. Weil Ich habe hier ein Küchenmesser. Ja, schieb mich weg. Entschuldigung, ich schaue auch gerade. Ja, dann guck du die Kisten Kaputtes nach. Küchenmesser, Buttermesser. Brechstange, Küchenmesser, Spielzeugauto. Das Spielzeugauto ist auch sehr wichtig. Ja, du wolltest auch noch eine Atombombe bauen übrigens. Stimmt ja. Aber momentan haben wir, glaube ich, andere Prioritäten. Ja, eine Atombombe wäre aber schon wichtig. Kann man sich wenigstens mal Stimmt. verteidigen. Ach nee, lieber doch nicht. So, ich bin Ja, immer noch weil. K.O. Ach, jetzt nicht mehr. Ah, du hast noch Buttermesser. Das ist sehr. Du hattest. Nee, hier war noch Buttermesser drin. Das ist schön. Wo packst denn du jetzt eigentlich das Essen, das Gekochte hin? Oder kochst du gerade gar nicht weiter? Ich zerlege gerade einen Fisch mit dem Buttermesser. Ah ja. Das wird auch mit wahrscheinlich unsere Hauptnahrungsquelle sein. Richtig, Fisch Also und das, was. fleischmäßig zumindest ist das Fisch. Und eben unser selbst Und dann haben wir. angebautes Zeug. Hier ist noch ein paniertes Würstchen in der Gefriertruhe. Das müsste es heute nur noch auftauen. War das da ein paniertes Würstchen? Ja. Ist doch aufgetaut. Ach so, stehe. Ah, gerade war es noch gefroren. Okay. Stimmt, der Strom ist ja weg. Hallo. Dann esse ich mir jetzt ein paniertes Würstchen. Achso, die Taschenlampe wollte ich noch wieder wegpacken. Und aus irgendeinem Grund haben wir keinen Pfeffer mehr. Es kann auch sein, dass Salz und Pfeffer mit der Zeit auch verbraucht werden. Ja gut, wäre ja irgendwie logisch, ne? Es gibt ja keinen Pfefferstreuer, der ewig hält, ne? Oder Ich habe beziehungsweise aber der einen hält ja. bodenlosen Pfefferstreuer daheim. Du weißt schon, dass bodenlos eigentlich nicht das bedeutet, was es wirklich bedeutet, oder? Ich weiß. Das hört sich manchmal echt komisch an, wenn man sowas irgendwie ausspricht. Aber das macht mir jetzt ein bisschen Angst. Und zwar könnte das noch sein, dass es sehr lange dauert, bis ich meinen versprochenen Kuchen doch Ja, aber irgendwann herstellen das, kann. wie du gerade schon sagtest, wir haben jetzt andere Sorgen erstmal. So wie ich mich jetzt auf Nahrungssuche mache, um spitzen Stein zu finden und so weiter. Weil es einfach jetzt gerade Wichtiges gibt als Kuchenbacken. Aber Kuchen. Ja, Kuchen ist schön und lecker, aber was nützt uns Kuchen, wenn wir nichts haben, um Kuchen zu backen? Ja. Es Ne? kocht gerade eine Suppe auf dem Lagerfeuer. Ich werde mal mein Inventar ein bisschen entleeren. Ja. Mache hier mal wieder so eine. Ich habe hier doch meine. Essen erstmal in den Kühlschrank, weil es irgendwie trotzdem gedanklich noch das Naheliegendste ist. Ja, ich würde sagen, das, was wir jetzt dann haben, sollten wir schon noch vielleicht in den Dingens reinpacken, in den Kühlschrank. Dosen zum Beispiel und so weiter, ne? Was ja sowieso erstmal nicht so schnell schlecht wird. Und da bin ich ehrlich, bietet sich der Kühlschrank an. Ja, weil da denkst du wenigstens auch gleich an. Ja. Essen. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, zu nah ans Feuer ranzugehen, weil ich mich schon mal derbe verbrannt habe. Das kann ich jetzt sehr gut nachvollziehen. Aber es köchelt noch vor sich hin. Ich werde mal die Kiste, in der das Spielzeugauto drin ist, zu unserer Ja. Klamottenkiste machen. Ja klar, mach. Tu Da dir packe keinen ich Zwang schon, an. also alles, was Kleidung ist, packe ich in diese Kiste rein. Ja. Ich werde jetzt dann auch ein bisschen rumgehen und die Leichen ausziehen. Ach so, ja, ich wollte ja auch noch weiter mit den Leichen, ne? Aber erstmal ist jetzt hier. Ja, da ist uns was dazwischen gekommen. Ja. Das ist vollkommen klar. Wir werden es immer mal wieder zwischendurch machen, so ein paar Leichen in Müllsäcke schmeißen. Aber es gibt halt Wichtigeres. Das ist korrekt.
Das Schlimme ist, jetzt bräuchte ich eigentlich meinen alten oder meinen allerersten Charakter, der jetzt so lange durchgehalten hat. Ja, das wäre schön, wenn man den jetzt haben würde. Ja, weil da könnte ich dann Steinäxte herstellen, die schon sehr, sehr lange halten. Also im Lagerfeuer steht ein Topf gekochte Suppe. Okay, und du glaubst jetzt ernsthaft, dass ich da dran gehe? Das Lagerfeuer ist aus. Naja, wer weiß, so spontane Entzündung und so, weißt du? Dann isst du halt nichts. Ja, doch, gleich. Ich lauf schon Ich wollte wieder. dir nur sagen. Ja, ist ja nett von dir. Ich bin halt noch im Wald. Das Schöne ist natürlich, dadurch, dass ich immer jetzt natürlich hier suche, im Wald nach scharfen Steinen oder sowas, dann bringe ich meistens auch Beeren mit. Das ist sehr gut. Na, das ist immer so ein kleines, ja, zusätzliches. Ich brauche jetzt vielleicht nur ein Viertel Essen von der Suppe und könnte mir noch Beeren reinkloppen und bin dann satt. Und der Baron kann dann drei Viertel der Suppe essen, sozusagen. Ja, du kannst aber prinzipiell auch die Ja. Beeren dann auch, Könnte ich wenn du genauso da auch in mal den, welche ja. über hast, kannst du Ja, dann ja die auch natürlich. irgendwo sammeln. Natürlich. Ich sammle ja, die sammle ich ja zuvor. Das ist ja Mitbringsel sozusagen, wenn ich das suche. Ein Plus sozusagen, Zusatz. Denk mal, Schuhe werden wir jetzt nicht so viele brauchen, oder? Ja, gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Denk mal, die normalen Klamotten sind wichtiger. Vor allem, weil du aus denen halt auch Bandagen oder irgendwas machen kannst. Ach, Ja, guck mal, eine Handtasche. ich bräuchte auch gerade eine Bandage. Ich bin zwar nicht verletzt, aber um eine Axt herzustellen. Ach, guck mal, da liegt da sogar eine Bandage. Zwar schmutzige, aber ist egal. Zum Bauen sollte das reichen. Jawohl. Eine blutige Axt. Ist Blut dran. So, frisch gekochte Suppe. Noch Mehl und Marinara im Inventar. So, ein Viertel Suppe gegessen und schon bin ich wohlgenährt. Und ich habe immer noch 11 Beeren, die ich Das jetzt ist doch mal schön. alle schön in den Kühlschrank packe. Oh, ich habe hier. Dann können wir die verdreckten Bandagen letztendlich eigentlich auch aufheben, oder? Wenn du daraus bauen kannst. Ja, rein theoretisch kannst du die aufheben. Also können wir die in irgendeine Kiste auf jeden Fall reinpacken, ne? Das sind dann meine Baudinger halt. Eine Baubandagen, ja, weil dann Ja, so kann man es ist. nennen. Bandagen. Hehe. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich so 10 Steinäxte will ich schon haben auf Lager. Das wird zwar jetzt einige Zeit dauern. So, Beeren sind auch alle weg. Also wenn du Ja, und Beeren ich. suchst, ne, ich habe welche in den Kühlschrank gepackt. Alles klar, perfekt. Kannst du dir auch. Ja. Nein, nicht den Baum fällen. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen rumlaufen und ein paar Zombies ausziehen. Ja, ich werde weiter Ist mir. nochmal ein bisschen suchen. Hört sich irgendwie komisch aus. Aber du bist eine Frau, das ist also nicht so schlimm. Wenn ich das machen würde, wäre das viel, viel schlimmer. Ich bin ein Kerl. Wo ist der Weste? Also nicht wundern, wenn dann alle Leichen, die hier rumliegen, alle nackt sind. Aber Nö, ich denke, dann war der Baron da. ich möchte euch nackend sehen. Allesamt. Toll, jetzt müssen wir einen FSK-Balken drüber legen. Will keine Details von der Hose, ich will sie einfach nur haben. Ich bin eine Frau, ich brauche Klamotten. Seit Ja, ich. das ist alles Secondhand hier. Ich hätte mir echt die Stofffetzen nicht unbedingt irgendwo wieder wegschmeißen sollen. Wieder der Inventar entleert oder was? Weil ich nämlich schon die nächste Steinaxt machen kann. Ja, es liegen an sich auch noch mal ziemlich viele rum. Ach, mein Inventar ist voll mit Kleidung.
Steinäxte meinst du, oder was? Nee, Bandagen liegen überall rum. Ach so, ja. Schmutzige. Ja, klar. Aber. Aber, ja, ich sehe es auch gerade. Das war schon wieder. Das ist unglaublich. Glaubt einem doch keiner. Ich glaube, wir sind guter Dinge, alles richtig zu machen gerade. Ja. Na, wir haben vorgesorgt. Eine Kiste von Klamotten, die verschiffen wir jetzt in die dritte Welt, dass die kleinen armen Kinder auch was zum Anziehen haben. Genau. Und ja, wenn wir dann ein dickes Dankeschön von denen bekommen, sehen wir uns wahrscheinlich auch wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wie gesagt, immer schön ans Feedback denken, in welche Richtung auch immer. Hilft uns und damit auch euch. Und dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Tschüss.